Hallelujah.
Thank you.
Tabakovic. Und wir dürfen dankbar sein, dass diese Wahrheit bis zu uns gelangt ist. I možemo smijemo biti zahvalni da je ta istina do danas do nas dobila. Bitten wir nun den Heiligen Geist, dass er unsere Herzen bereit hat. Molimo Duha Svetoga da pripremi naša srca immer tiefer in diese Wahrheit einzudringen. Kako bismo uvijek još dublje mogli uranjati u istinu. Und dass er uns hilft, richtig zu leben in dieser unserer Zeit. I da nam pomogne da živimo na ispravan način u ovome današnjem vremenu. Bitten wir ihn auch, dass er der Kirche weiterhin beisteht. Molimo ga, Duha Svetoga, da i dalje stoji uz crkvu, dass sie so, wie es in allen Jahrhunderten war, unerschrocken die Wahrheit verkündet. Da bez ikakvog straha, kao i svih prošlih stoljeća, i sada navišta istina. Und sich nicht verwirren lässt durch die Strömungen des Zeitgeistes. I da se ne da zbuniti raznim suvremenim strujanjima. Dieses Werk, das damals geboren ist, ovo dijelo koje je tada bilo rođeno, das am Pfingsten begonnen hat, sich zu verbreiten, koje se na 50-nicu počelo širiti, wird bestehen bis zum Ende der Welt. To tijelo ostaje do kraja svijeta. Der Herr hat verheißen, dass seine Kirche niemals untergehen wird. Gospodin je obećao da njegova crkva nikada neće nestati. Und er wird uns den Weg führen, in unserer Zeit seine Botschaft zu verkünden. I on će nas voditi kako bismo u našem vremenu mogli navještati njegovu riječ. Vor allem ist für uns heute wichtig, prije svega je za nas u današnje vrijeme važno, dass wir in den Bemühungen die Wahrheit in einer Sprache zu verkünden, die die Menschen verstehen. Da kada se trudimo da tu vječnu istinu u današnji suvremeni jezik prevedemo, niemals der Versuchung erliegen, die Wahrheit selbst anzupassen. Da nikada ne padnemo u napast, da istinu prilagođavamo svijetu. Bitten wir den Herrn, dass er uns den Heiligen Geist auch heute sende. Molimo Gospodina, da nam i danas pošalje Duha Svetoga. Und dass er uns ganz persönlich zeige. I da nam svima osobno pokaže, was wir an der Stelle, an die wir gestellt sind, dafür tun können. Što mi na onome mjestu na kojem se nalazimo možemo učiniti. Wir sind dankbar, dass Gott uns auch diese wunderbare Liturgie der Kirche geschenkt hat. Zahvalni smo da nam je Gospodin opetnu liturgiju crkve poklonio. Dass der Heilige Geist zu jeder Zeit die Menschen lieben gegeben hat. Da je Duh Sveti u svim vremenima ljude učio moliti. Und so wollen wir ihn auch bitten, dass in der Liturgie immer die Anbetung Gottes im Mittelpunkt steht. I tako ga mi želimo moliti, da u liturgiji crkve uvijek u centru pažnje bude klanjanje Bogu. Und dass immer mehr Menschen die Schönheit des Gotteskultes erkennen. I da sve više ljudi upozna ljepotu Božjega kulta. Verankern wir unser ganzes Leben und unseren Alltag in dieser Anbetung Gottes. Usidrimo sav svoj život i našu svakodnevicu u ovo klanjanje Bogu. So wird dieser Geist der Anbetung auch unseren ganzen Alltag durchdringen und stärken. Na taj način će taj duh klanjanja prožimati sav naš život i jačati nas. Hängen wir uns immer mehr an die Heilige Kirche mit unserem Herzen. Priključimo se budimo u crkvu s našim srcima. Der Heilige Geist verbindet die Kirche über alle Völker und Sprachen hinweg. Duh Sveti povezuje crkvu preko svih jezičnih barijera. So ist es auch heute seither, dass wir trotz aller Landes- und Sprachunterschiede gemeinsam beten können. Tako je i danas njegovo djelo da se mi ovdje nalazimo unatoč svim jezičnim različitostima. Es ist derselbe Herr, den wir alle lieben, den wir alle tun. To je isti Gospodin kojega svi volimo i kojemu svi služimo. Beten wir füreinander, auch für unsere jeweiligen Völker. Molimo se jedni za drugi.
Simon und Heidi.